Es klemmt, es klemmt, es klemmt, Gente. Schau rein, was ist es? Jawohl, da ist das Ding. Torschütze des Monats August. Gratulation mit einem deiner schönsten Treffer. Sportlich grazil, kaum auf die Knie gefallen. Wahnsinn, oder? Ja, kann man so sehen. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn das noch was gebracht hätte für uns. Leider sind wir da an dem Tag ausgeschieden. Das ist immer nur das, was auch so ein bisschen hängen bleibt. Aber trotzdem für mich natürlich eine große Ehre, eine tolle Sache. Vielen Dank all diejenigen, die für mich gestimmt haben. Das ist, wie gesagt, etwas, was man nicht allzu oft erhält, sowas. Und freue mich und bin stolz darauf. Ja. Jetzt hast du am Wochenende von Timo Werner für seine Bundesliga-Premiere in Kiste ein Kabinenfest gefordert. Ich muss mal im Mannschaftskreis nachfragen, was so ein Tor des Monats kostet. Ja, es steht auch noch aus, dass dieses offizielle Kapitänsamt, ich glaube, da muss ich wohl auch noch irgendwie herhalten. Also von dem her können wir das wahrscheinlich mit dem Tor des Monats dann verbinden. Wird sicherlich irgendwann kommen, werde ich nicht drum rumkommen. Ist auch kein Problem, mache ich natürlich gerne. Da kommt der Schwabe wieder durch, da will er wieder sparen. Ich guck mal bei Georg oder Haag mal nach, das können wir auch in zwei Festen abhandeln. Aber apropos Schwabe, ganz kurzer Ausblick natürlich noch, wenn wir dich schon hier haben. Motiviert durch diese Medaille geht's ins Breisgau. Schwaben gegen Baden, ganz klar, gibt's nur einen Sieger. Ja, wir haben es ja im Halbfinale letztes Jahr gezeigt, dass wir, wie wir gegen Freiburg spielen können und wieder wollen. Es wird sicher eine schwere Aufgabe morgen, das ist kein einfaches Los, keine Frage. Und trotz allem hat jeder bei uns Blut geleckt vom letzten Jahr, das Finale in Berlin. Wir wollen den nächsten Schritt wieder dorthin machen und das Los hat entschieden, dass es über Freiburg geht. Und dann gilt es einfach, das auszuschalten. Jetzt zeigst du uns noch einmal das Ding, bevor es unter deinem Kopfkissen verschwindet oder in der Vitrine. Ich denke, du hast einen schönen Platz. Ja, sicherlich. Also meine Freundin wird sich sicher darum kümmern, dass es einen Ehrenplatz in der Wohnung erhält. Und wie gesagt, ich freue mich. Vielen Dank.